Also ein Video von Hey Wolfi. Ich habe einen Traum. Was wir gegen die AfD tun müssen. Was denkt er denn? Haben wir das so. Die AfD hat mal wieder einen neuen ordentlichen Skandal. Beim geheimen Treffen trafen sich nämlich einflussreiche Funktionäre der Partei mit Rechtsextremisten und reichen Gönnern, um zu besprechen, wie man Deutschland organisieren möchte, zumindest in Fragen der Migration. Ja, das waren wahrscheinlich wieder die Falschen, ne? Das waren wieder die AfDler, die nicht zählen, oder die AfDler, die irgendwie, ja, das passiert doch bei den anderen auch, oder bei den Grünen sind doch irgendwelche Pedos, oder bei den Linken sind irgendwelche Stalinisten, oder was auch immer. Wahrscheinlich wird dann wieder die Reaktion kommen, ne? So, Hauptsache nicht ehrlich damit umgegangen, was in der eigenen Partei passiert, ne? Dann wieder gleich auf die anderen lenken. Ah, ich befürchte es schon, aber mal gucken, was war da jetzt. Wenn die Partei dann mal an der Macht ist. Und dabei geht es dann um die Abschiebung von Millionen von Menschen nach Afrika. Teilweise Menschen mit einem deutschen Pass. Also Deutschen. Wir Ja, sind Deutsche, Punkt. haben darüber ja in meinem ausführlichen Video über das Thema und über die Recherchen von Korrektiv erst gesprochen. Und ja, ganz viele AfD-Mitglieder haben mir dann da auch. Na, wieder mal lügens und hetzens, du kleiner Fascho. Hättest du Testosteron im Blut, würdest du einen anderen Blick auf die Dinge haben. Er hat doch welches, also er hat anscheinend schon ein bisschen Bartwuchs, wie man sehen kann. Ihre Liebe und ihre Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Der Spiegel ist schon zersprungen, indem du geschaut hast. Was ist das für ein linksgrün versiffter Kanal? Oh, das nennt sich Demokratie. Auch die linksgrünen Versifften dürfen Content machen, ne? Aber ja, ne, da hört das Demokratieverständnis schon aus, ne? Es geht immer nur um die eigene Meinung, die gehört werden soll, ne? Die anderen werden halt notfalls so ein bisschen weggemobbt, ne? Oder das, was man halt an irgendwelchen Woken Kanälen oder wie auch immer vorwirft, ne, betreibt halt rechts außen inzwischen genauso, ne? Das muss man an der Stelle einfach mal so sagen. Die dann den anderen Faschos nennen. Wenn das nicht mal paradox ist. Ja, aber das kennt man ja, ne? Dieser typische Internetsprecher halt, dieses typische, jetzt sind ja die neuen Linken oder so, sind jetzt alles Faschos, ne? Die Deutschen kontrollieren wollen und böse Regeln aufstellen, irgendwelche Gesetze, ne? Weil man nicht mehr mit 200 km/h durch die 30er-Zone fahren darf. Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber. Ja, ist ja alles ganz böse, ne? Darf ich Sie fragen, ob Sie sich mehrmals täglich boostern lassen? Ich würde gerne einige Ihrer Tassen mit dem Impfwerbung erwerben. Aber es müsste Ihr Gesicht auch noch drauf abgebildet sein und Verweis zu Ihrem Social Media Kanälen. Wäre das machbar, würde er sich garantiert sehr gut verkaufen. Wow, da war aber einer richtig lustig. Mein Gott. Gernot, wie heißt er? Gernot Zialas, was auch immer. Oh, jemine. Solche Herzmenschen. Was kommt dann? Oh, ich kann das nicht alles lesen hier. The Real Lone Wolf, der einsame Wolf. Oh. Der wahre einsame Wolf. Tobias Griffig. Griffing. Wie viel bekommst du von der radikalen Ampelregierung? Ja, anscheinend zu wenig, sonst hätte er mehr Abonnenten. Da ist ein Kanal, der halt, keine Ahnung, für linke Werte und wie auch immer einsteht. Er hat 6000 Abos, ne? Ja, wenn das so eine böse Regierung Verschwörung wäre, dann hätte er wahrscheinlich schon 100.000 Abos oder so. Die hätten ihm dann alles gekauft, wisst ihr? Aber im Moment, dann sagen die, nee, es soll authentisch aussehen, dass er nur ein kleiner Kanal ist. Deswegen hat er nicht so viele. Weißt du, du kannst dich dann irgendwann gegen Vorwürfe nicht mehr wehren, ne? So, die finden dann irgendwie einen Weg, dass es dann trotzdem stimmt. Vielen Dank. Oh Zur Zeit der Mann. Aufnahme hier hat das Video jetzt schon 1700 Kommentare und ein Like-zu-Dislike-Ratio von 60%. Das heißt, 40% der abgegebenen Stimmen für das Video sind negative Stimmen. Und wenn man sich die Statistiken des Videos mal anschaut, dann kann man da ein wunderbares Muster erkennen. Und 3 Minuten 8. zwar folgendes: Die Menschen, die kommentieren, klicken auf das Video, drücken sofort Pause, schauen sich vielleicht 2, 3 Sekunden davon an, kommentieren, wie dumm, hässlich, ungebildet, gesteuert ich bin oder fragen mich, von welchen höheren Mächten ich bezahlt werde. Und die Leute, ne, ich finde immer so geil, dass man bei so einer Grundstimmung nicht paranoid wird in Bezug auf diese Leute. Also ich finde es immer geil, die dürfen ja immer paranoid sein. Für sie ist ja immer da alles kontrolliert und Staat und die Öffentlichkeit, ne, alles kontrolliert. Während sie wirklich
Mittel einsetzen, die einfach mal so gar nichts mit sachlicher Diskussionskultur zu tun hat. Das ist jetzt nur abfacken. Das ist jetzt, was sie gerade machen, nur abfacken. Das ist einfach nur, du existierst, du gefällst mir nicht, du bist hässlich, downvote. Ja. Und die Leute wollen mir dann erzählen, dass sie sich Sorgen machen um die Demokratie und der Rechtsstaat in Deutschland, dass hier irgendwas, irgendwas bedrohlich ist, weil, keine Ahnung, Karl Lauterbach wie Gesundheitsminister ist. Ja, wie gesagt, den muss man ja nicht toll finden. Man kann ja anderer Meinung als er sein, ne? Aber diese Leute, die so agieren, die halten dann immer so Vorträge über die Freiheit oder sonst was. Ja, man sieht, wie sehr die anscheinend, ja. Wie gesagt, das betrifft nicht alle AfD-Wähler, betrifft nicht alle, die irgendwo Mitte, rechts, konservativ, sonst wie eingestellt sind. Aber da gibt schon einige, denen kaufe ich vieles nicht ab. So, die sind zwar ziemlich laut, aber da kommt nicht viel bei rum. Und sind dann wieder weg. Ciao, Kakao. Ganz kurze Verweildauer nur auf dem Video, aber Hauptsache, man hat mal seine Meinung kundgetan. Mhm. Und ich finde das spannend. Ich finde, ohne Scheiß, YouTube bräuchte so ein Messer, das, ich weiß nicht, ob es das schon gibt oder irgendwie, aber so ein Ding, dass du erst so nach einer halben Video überhaupt einen Daumen geben darfst. So, du musst erst dir etwas komplett angeschaut haben, vielleicht. Man muss feststellen, dass du dir aktiv ein Video angeguckt hast und dass du es dann erst bewerten darfst. Das wäre eigentlich mal eine geile Funktion, oder? So, erst wenn YouTube erkennen konnte, dass du das Video gesehen hast, dann kannst du auch abstimmen. So, abstimmen erst gegen Ende des Videos oder so. Das wäre vielleicht mal eine Funktion, die in Ordnung wäre. Das zeigt eigentlich ein Verhalten direkt aus dem... YouTube braucht ein Messer, wenn da wurde zu Gewalt aufgerufen. Ja, klar. Playbook der neuen Rechten im Internet. Meinungen und Gegenmeinungen... Ja, ich bin manchmal auch wieder doof. Manchmal fällt mir jedes blöde Fachwort ein und manchmal habe ich einfach eine unglaublich beschissene Sprache. Die einem nicht passen, fluten, kapern, unglaubwürdig machen oder lächerlich machen und dann sofort wieder verschwinden, weil a job well done. Ah. Genau, ne? Und der Sinn ist ja eigentlich, dass wir Deutschland retten, dass alles hier besser wird und dass das Land nicht kaputt geht, ne? Aber erstmal, guck mal, selbst wenn ich habe ja auch gerade ein bisschen voreingenommen, ne? Aber ich habe weder einen Kommentar drunter geschrieben, noch habe ich ihn gleich down gewotet. Ich glaube sogar eher, dass er, nun mein erster Eindruck ist, ich glaube, dass er sogar gar nicht so kacke ist. Ich glaube, ich bin schon gespannt, was jetzt kommt. Aber jetzt gebe ich ihm erstmal eine Chance. Aber das funktioniert vielleicht mit anderen Content-Creatern, aber nicht mit mir. Die letzten Jahre habe ich zu oft die Daumen runter Blitzkriege von Attila Hildmann erlebt und die negative Aufmerksamkeit von Bodo Schiffmann und anderen Querdenkern, um das noch irgendwie an mich ranzulassen oder irgendwie in mir mehr zu wecken, als nur so eine gewisse Verwunderung bzw. Interesse an dem Verhalten, weil es, wie gesagt, komplett aus dem Play... Ich frage mich nur, bevor man Deutsche retten muss, okay, vor der AfD, aber sonst, ja. Ja, die AfDler sollten sich ja mal fragen, warum selbst, sag ich mal, Teile der sogenannten Black-Metal-Elite, und man sagt halt, ich zähle dich da jetzt auch mal mit rein, aber es ist bisher kein Einzelfall. Ich muss ja jetzt nur an Todesruhne auch denken, der ist ja auch aus Sachsen, soweit ich weiß. So, deshalb sie sagen, so, ihr macht zwar ein bisschen auf edgy und hart und krass, ne, aber ihr seid einfach Vollidioten. So, und ich glaube, da gibt es inzwischen auch gerade sowas, was, ich meine, du weißt, was ich meine, Grauzone, der ganze Kram, aber es gibt, glaube ich, kenne halt immer mehr so Leute, die, sag ich mal, im Metal- oder Black-Metal-Lager mir sind, die, wenn du mit denen mit der AfD kommst, die sagen dir, fick dich. Also, und das sind jetzt nicht irgendwie alles irgendwelche Gutmenschen, die jetzt ja ständig die Welt umarmen. Ja, wie sagt Erwin immer, möchte gern Rechte, ja. Playbook draus ist. Und es geht hier nur um Meinungshoheit. Das ist im Endeffekt ein Bereich der Medienkompetenz. Und das zu verstehen, ist super spannend und ein total interessantes Thema. Und zu diesem ganzen Themenkomplex Medienkompetenz möchte ich dieses Jahr viel mehr Content noch machen. Mhm. Bleibt da doch einfach schon mal gespannt. Ich verspreche, es wird gut. Heute will ich mit euch ja schon aber nicht nur... Also nochmal, ne? Ich abonniere auch immer mal Kanäle, die ein bisschen vielleicht auf meine eigene Meinung wegkommen, ne? Also ich habe keinen Bock, einen Fascho-Kanal zu abonnieren, weil mir braucht jetzt keiner erklären, dass die Demokratie kacke ist. Also da habe ich zum Beispiel keine Grundbasis. Aber wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, ich wähle die Grünen und finde halt das nicht schlecht, was sie machen, so und so, dann kann ich mit jemand auf jeden Fall reden, so, dann ist das kein Problem. Nur auf Reaktionen im Netz schauen.
Weil, ja klar, von denen gibt es viele. Von der Burgerkette Hans im Glück, die sich jetzt von ihrem Eigentümer getrennt hat. Von blutleeren Aussagen der AfD, dass sie sich davon distanzieren. Oder von AfD-Politikern, die sich ganz klar dazu bekennen, was in diesem Geheimtreffen gegen Deutschland eigentlich so besprochen wurde. Die Strategie dahinter ist perfide. Man framet Pläne zum Erhalt des eigenen Volkes als nationalsozialistisch, wobei ein Fortsetzen der Massenmigration langfristig schon rechnerisch zum Aussterben des deutschen Volkes führen würde. Ja, und wie die Politik und die Behörden, die unsere Demokratie jetzt eigentlich schützen sollten vor sowas, reagieren, ja, bleibt abzuwarten. Nein, ich möchte mit euch heute ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und mit euch über Politik reden. Denn seit Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie man eigentlich die verfolgten braunen Träume der AfD und ihrer Unterstützer und Compadres noch zum Platzen bringen kann. Und ich werde das von euch auch immer wieder gefragt, was für Antworten und Ideen ich darauf habe. Und deswegen machen wir heute dieses Video, um uns die Frage zu stellen, was können wir eigentlich tun gegen die AfD? Aussterben des Deutschen, ja klar, die reden ja immer vom großen Austausch und dem ganzen Kram, was die da immer da raushauen. Das ist ja schon seit Jahren in aller Munde, Horst. Das ist ja genau das Ding. Also das ist tatsächlich nichts Neues. So, wenn du die ganzen Gruppen kennst, die ganzen Befürworter und auch die ganzen Fans der AfD im Hintergrund, das darfst du nicht unterschätzen. Tamorin reactet auf die Honigwabe. Ja, mal ganz ehrlich, oh, ich wüsste nicht, ey. Da kommt mir schon teilweise sowas von alles hoch, wenn ich nur dieses kindische, gehässige Gehabe von Schlomuschen höre. Da kann ich gar nicht zuhören. Da denke ich einfach so, Alter, willst du wie deine Pubertät nochmal aufarbeiten oder was? Ich bin so edgy. Wir müssen einen Plan schmieden. Halt doch die Fresse, mach einfach mal normale demokratische Arbeit. Der ist ja komplett bekloppt, der ist ja grüßenwahnsinnig einfach nur. Gib zu, ich habe mich echt wenig mit der AfD beschäftigt in den letzten Jahren. Mir wurde irgendwann viel zu dumm. Ja, es ist auch teilweise wirklich, es macht einen nicht gesund, muss ich sagen. AfD. Und die Antwort möchte ich aufteilen von mir. Meine Ideen, meine Vision möchte ich aufteilen in drei Bereiche. In Kurzfristigkeit, ja. In Mittelfristigkeit und in Langfristigkeit. Wobei langfristig nicht in 15, 20 Jahren ist, sondern in meinen Augen in den nächsten 5 bis 6 Jahren eigentlich schon umgesetzt sein muss. Also, springen wir gleich beim Anfang rein. Was könnten wir jetzt kurzfristig tun? Ich finde schon mal gut, dass er nicht irgend so eine komische elektronische Tanzmucke im Hintergrund hat. Vernetzung ist hier das Zauberwort. Wir brauchen Netzwerke, Strukturen und Systeme, die helfen, dass... Die AfD, da würden sich jetzt schon wieder aufregen, weil das viel zu diverse ist, was sie jetzt da sehen. Das sind ja viel zu viel gemischte Hautfarben oder so ähnlich. So würde jetzt wahrscheinlich der AfD argumentieren, ne? Früher, da sah man doch immer nur 5 Weiße oder so. Nochmal, ne, dass irgendwelche Unternehmen sich manchmal mit Diversity so ein bisschen schmücken wollen und mit Menschen mit aller Hautfarben, das wissen wir alle. Trotzdem ist das, was wir jetzt gerade sehen, das ist schon gut und nicht schlimm, ne, das ist schon in Ordnung. Aber die würden jetzt wahrscheinlich schon gleich ausrasten, so, da, guck mal, das ist doch kein typisches deutsches Bild und so sieht das doch nicht aus, ne. Kann durchaus so aussehen, ich sehe darin kein Problem. Dass sich Menschen untereinander besser austauschen, unterstützen und koordinieren können. Weil genau solche Netzwerke sind es, die aktuell der AfD und anderen rechten Gruppierungen und Vereinen einen gewaltigen, wahrscheinlich einen ultimativen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Mhm. Weil die das in Zwischenzeit über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Unter anderem eben durch Köpfe wie Götz Kubitschek, die da wirklich sowas wie die Architekten dieser Systeme sind. Und die in Zwischenzeit ihre wahre Schlagkraft jetzt so richtig entfesseln. Jahrelang hat man davor gewarnt und gesagt. Und jetzt spüren wir, wie wirksam diese Mechanismen, Werkzeuge und Waffen, die da gebaut wurden, wirklich sind. Ja. Aber warum waren wir so blind? Warum sind wir heute noch so handlungsunfähig? In meinen Augen hat das was damit zu tun, dass wir uns immer neue Probleme und immer neue Streitthemen gesucht haben, über denen wir uns spalten konnten. Egal, ob es um das richtige Gendern geht, ob es um vegane Ernährung geht, ob man die Quote braucht oder die andere Quote braucht oder ob man keine Quoten braucht. Darüber, wie man sich richtig
gegen den Klimawandel engagieren. Klar, versteht mich nicht falsch. Es sind alles in sich geschlossen richtige Themen und wichtige Themen. Aber es kann man drüber reden, klar. Die sind natürlich auch Potenzial, um immer neue Grabenkämpfe ausbrechen zu lassen. Grabenkämpfe noch und nöcher, soweit das Auge reicht in der politischen Landschaft. Und jeder einzelne Grabenkampf ist ein Geschenk für rechte Parteien wie die AfD. Weil die natürlich jede Diskussion, jede Auseinandersetzung, jede Unstimmigkeit als Schwäche des politischen Feindes verstehen. Dazu kommt, dass die Politik und die Parteien, die klassischen Parteien, sich auch wirklich sehr schräg verhalten haben in den vergangenen Jahren. Gerade in der Definition, gegen was sie jetzt eigentlich sein wollen und für was sie eigentlich sein wollen. Und da wurde ganz oft das Feindbild dann nicht eine staatsfeindliche, rechtsextremistische, in Teilen faschistische Partei, die die Grundstrukturen unserer Gesellschaft verändern möchte, definiert, sondern meistens die Grünen. Ich bin selbst kein Grüner. Wirklich nicht. Ich bin kein Grüner und werde es wahrscheinlich nie sein. Aber mir ist jeder Grüne doch lieber als ein Mitglied einer Partei, die in den meisten Teilen Deutschlands als rechtsextremer Verdachtsfall gilt oder schon als rechtsextrem erwiesenermaßen dasteht. Kurz und knapp, ja, sehe ich auch so. Da können die Leute mich gern dann auch BAD, Nutte, was auch immer irgendwie nennen, irgend so ein komisches Geschwurbel und man muss es einfach Geschwurbel nennen. Ja, im Zweifel will ich auch lieber die Grünen. Oh, wow, 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 wow. Wenn das die Wagen nicht Bubble erfährt. Aber ja, die sind für mich immer noch besser als die AfD. Stehe ich auch zu. Mir ist doch ein Grüner lieb. Aber nur, wenn mich einer dazu zwingt, ne? Natürlich, ich will ja nicht es nur zwischen Dingen die Wahl haben, die ich beide nicht unbedingt will, ne? Natürlich will ich bestmöglich die Partei oder das Konzept haben, das mich am ehesten anspricht, ne? Aber das muss man sich trotzdem auch mal bewusst machen, dass man zumindest weiß, dass man bestimmte lieber noch 13 Jahre Ampel als eine Woche AfD. Ja, sehe ich auch so. Lieber. Zumal ich trotzdem auch sagen muss, ich verstehe nicht, warum die Ampel trotzdem so harsch angegriffen wird und 16 Jahre Angela Merkel CDU, ja, die SPD hat auch mitregiert, ich weiß, oder auch die 16 Jahre Kohl und das alles, warum das alles irgendwie keine Rolle mehr spielt. So, jetzt ist nur noch diese 2 Jahre Ampel und so weiter. Was in der ganzen Merkel-Ära alles passiert ist, ne, an Krisen, an Problemen, die hat sie nicht selber verursacht, das muss man fairerweise sagen, aber dass da in diesen 16 Jahren so viel nicht passiert ist, was man hätte machen müssen, weil man kann die Dinge nicht ewig aufschieben, so, wenn Schulen und was auch immer alles Sanierungsfälle sind und man lässt es jahrelang liegen, genauso wie Netzausbau, vieles Soziales und so weiter, wir haben jetzt schon über die Bauernhöfe noch geredet, ne, man kann jetzt auch statistisch nachweisen, warte, ich habe erst einmal ein schönes Bild, das muss ich jetzt mal zeigen, wenn es speziell um die Höfe geht. Das passt gerade hier gut rein. Das sollte man jetzt vielleicht mal. Ich meine, da ist der Quelle dabei. So. Muss ich mal gucken, ob ich das hier schön präsentieren kann. Höfesterben der letzten Jahre. Ah, nee, ich kann es so nicht teilen, weil das ist der andere Browser. Muss ich das nochmal extra ausschneiden. So. Weil es interessant ist, ne? Hier. Weil es sind so viele Höfe aufgekauft worden, auch von Großbauern und so weiter. Und jetzt schaut man sich mal an, 2000 bis 2010, da hat vor allem, da hatten wir 5 Jahre noch Rot-Grün. Das war auch eine Riesenenttäuschung, wurde auch zu Recht auch damals vieles kritisiert an denen. Dann haben wir hier nochmal, 2010 bis 2020 ist auch nochmal relativ viel passiert, ne? Das sind dann nochmal die Jahre mit Angela Merkel, ne? Und jetzt haben wir nur noch 4.000 in den letzten 2 Jahren. Im Jahr 2000 gab es 472.000 landwirtschaftliche Betriebe. In Deutschland 2022 waren es nur noch 258.740. Ne? Aber nur mal als Beispiel, weil man da immer sagt, so jetzt ist alles kacke und jetzt ist alles viel schlimmer. Man muss jetzt dazu zählen, 2020 war immer noch Angela Merkel in der Regierung. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich in einem Jahr haben wir ein Höfesterben gehabt, wo man vielleicht der Regierung irgendwas andichten könnte. Wo man zumindest sagen könnte, dass es in deren Regierungszeit passiert, obwohl man jetzt auch nicht genau weiß, ob die daran schuld sind, ne? So, jetzt muss ich mal das Video finden, wo der jetzt gerade war. Hier, so. Gucken wir mal weiter. Als ein Rechtsextremer. Oder geht's da nur mir so? Kurzfristig ist es also eigentlich sofort notwendig,
dass wir jetzt uns wieder besser vernetzen und auch mehr Verständnis füreinander haben. Und klar, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, aber Leute, ein Mitglied der CDU, was fest auf dem Grundboden unserer Verfassung steht, was sich zu unseren Grundwerten und zu unserer Demokratie bekennt, das ist kein Feind. Das ist vielleicht ein Freund mit einer anderen Meinung. Ja, oder ein politischer Gegner, kann man schon sagen, wenn man halt, also so, wenn man so wie ich halt nicht besonders konservativ tickt und auch eigentlich nicht sehr wirtschaftsliberal, da bin ich weit weg von. Ja, aber so viel Ekel ich von der Union oft habe und manchmal könnte ich mich echt aufregen über diese Partei oder besonders über die Wähler. Die Wähler regen mich eigentlich mehr auf als die Partei selber, weil ich nicht verstehe, wie man dieses seichte Geplapper irgendwie geil finden kann. Dennoch, klar, wenn ich mir aussuchen müsste, Union oder AfD, müsste ich mich schlimmstenfalls für die Union entscheiden, ne? Aber das ist halt so eine Sache, ne? Das ist. CDU-CSU wird auch niemals mit der AfD koalieren. Leute, die das denken, sind echt lost. Ja, ich glaube es bisher auch noch nicht, aber mal gucken. Ne? Da will ich keine Vorhersagen machen. Das passiert nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das in der Werteunion entwickelt. Ich habe erst vorher die Reaction von Holger da gesehen, zu diesem Typ da, wie heißt er da, diesem Weber, der da irgendwie der Werteunion angehört. Das klingt schon ziemlich viel nach AfD-Sprech. Also ich weiß nicht, wie weit das noch gehen wird. Aber ist auch egal, also, solange die Union sich ja ganz normal zu dem bekennt, was jetzt mal ist, eine konservative Partei, Mitte, rechts, wie auch immer, so, dann finde ich die Partei nicht geil und ich wähle die nicht und ich würde auch eher davon abraten, ich würde eher dazu raten oder, keine Ahnung, dazu, ja, ich würde halt eher dazu raten zu sagen, ihr wählt halt eher eine linke Partei oder so, aber gut, das ist halt immer relativ platt und stumpf alles formuliert, oder dass man da jetzt ins Detail geht, ne, und einfach nur irgendeine linke Partei wählen, ist halt auch wieder die Frage, was will man halt genau, ne, aber, naja, das ist so ein Thema. Dennoch, also CDU ist mir immer noch lieber als dann die AfD, aber das heißt nicht, dass ich jetzt zum CDU-Wähler werde. Und Politikerinnen zum Beispiel von den Grünen oder von den Linken sind ja auch nicht zwangsweise versponnene Idioten. Gerade wenn sie sich zu unserer demokratischen Grundordnung und unserer Grundordnung in Europa bekennen, dann sind das eben auch nur einfach Freunde, die in manchen Bereichen sicherlich extremere oder andere Meinungen haben als wir. Gerade in den Bereichen zum Beispiel, wie man Reichtum verteilt. Aber es sind nicht die Feinde. Ja, und das führt mich dann direkt jetzt zum Punkt, was kann man mittelfristig tun. Auf dem Weg in die Zukunft werden wir wieder lernen müssen, kompromissbereiter zu sein. Und wir werden lernen müssen, weniger empfindlich zu sein. Und da lange ich mir auch an die eigene Nase, ohne Frage. Weil auch ich neige dazu, Weltanschauungen, Sichtweisen und Ideen, die nicht meinen eigenen Grundwerten entsprechen, erstmal ultimativ abzulehnen. Aber gut, vielleicht komme ich da auch einfach nicht aus meinem sehr konservativ geprägten Familienbild heraus. Muss ich aber vielleicht auch gar nicht, weil ich eben verstehe, dass ich so ticke. Und dann kann ich auch mich damit auseinandersetzen. Und hey, vielleicht kann ich euch gerade deswegen auch sagen, dass ich auch viele Menschen in der CSU kenne, die wirklich aufrichtige, liebe und nette Menschen sind. Das sind nicht irgendwelche bösen Menschen, die versuchen, unsere Welt in den Untergang zu stürzen. Die wollen auch nur das Beste erreichen. Und ich kenne auch wirklich viele. Glaube ich tatsächlich, dass es da auch welche gibt, ja. Ich glaube auch nicht, die sind alle jetzt irgendwie nur Blutsauger. Aber ich finde trotzdem, dass sie manchmal mit sehr viel, also, wobei ich da echt die Schwesterpartei teilweise noch mehr angreifen muss. Ich finde die Region halt teilweise echt einfach viel mit Phrasen und viel mit wenig konkreten Dingen halt, ne, also das ist halt, was mich an denen am meisten irgendwie immer abfuckt, dass die eher so ein bisschen über dem Land schweben und halt, wie damals halt, als Angela Merkel Kanzlerin war, einfach dieses Gefühl von, das ist so, ja, es ist so wie in Mutti Schoß halt, ne, das ist, ich mag das nicht so, ne, ich will dann schon jemand haben, der mit konkreten Themen kommt und auch klar sagt, was er will und wo die Reise hingeht, ne, und da ist letztendlich auch einfach die Überschneidung dort zwischen mir und der Partei Union einfach gar nicht da. So, wir sind die immer einfach. Ich kann halt mit bürgerlich-konservativ nicht viel anfangen und ich kann vor allem nichts mit diesem Wirtschaftsliberalismus anfangen. So, das ist einfach, hat nichts mit meinem Weltbild zu tun. Dennoch weiß ich, dass die jetzt nicht alle, also ich weiß auch, dass die Union, glaube ich schon, dass die jetzt nicht unbedingt will, dass alle irgendwie verarmen oder so.
oder das jetzt irgendwie. Ich finde, die haben schon teilweise ein Klassendenken, aber ein autoritäres Denken und so, auch zu, ne, das, deswegen sind sie konservativ, aber ja, ich denke nicht, dass die ein Interesse daran haben, dass sie jetzt irgendwie, dass es, dass alles noch schlimmer wird. Das glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube auch, selbst Merz wird irgendwann merken, dass er mit manchen Dingen nicht vorankommt, sondern dass er sich eigentlich noch mehr Feinde macht. Weil wenn er jetzt sagt zum Beispiel, wir streichen oder kürzen das Bürgergeld und so, dann macht er sich langfristig keine Freunde. Das wird, muss dem selber klar und bewusst sein. Mitglieder zum Beispiel von der FDP, von der Linkspartei, aber auch zum Beispiel von der ÖDP oder was auch immer, eigentlich über alle Parteien hinweg, die ich super nett, super korrekt und super freundlich empfunden habe und empfinde. Und das ist doch eigentlich sowas, was wir vielleicht verlernt haben in den letzten Jahren, so ein bisschen zu sehen. Ja, nee, das ist das, was die Rechten kaputt machen wollen. Da unterschätzt er die vielleicht. Das ist ja halt genau, was Rechtsaußen ja auch systematisch versucht. Für die ist ja dieses Gentleman auch so, also immer dieses untereinander sich auf demokratischer Augenhöhe zu begegnen, sich eben nicht fertig zu machen, zumindest gute Absichten irgendwie zu unterstellen, dass man so aufeinander zugeht, das hat auch gar nicht mal damit zu tun, dass wir uns alle unglaublich lieb haben, ich betone es immer wieder, sondern es ist einfach ein Vernunftgedanke, der dahinter steckt. So, wir müssten halt, wir wollen zumindest die Demokratie oder wir wollen zumindest unsere Grundstandards irgendwo noch beherzigen und die wollen wir erhalten. Und so gehen wir dann auch demokratisch miteinander um. So, das ist einfach der Versuch, etwas, was woran wir alle ein Stück weit glauben, dass es einen Sinn hat, dass wir das erhalten, dass es auch nicht der Feind oder nicht das Problem ist. Ja, und die Rechten setzen halt auf Destabilisierung. Die wollen einfach, dass die Dinge kacke werden. Die haben auch aus meiner Sicht, also wie gesagt, das mögen nicht alle Rechten sein, aber viele im Rechtsaußenbereich haben einfach die Absicht, eine Grundstressstimmung zu erzeugen. Leider spielen ihnen da auch manche aus diesem sogenannten Woke-Lager da auch ein bisschen in die Hände, weil die das teilweise auch so machen. Die versuchen so einen gewissen Grundstress zu erhalten und auszubreiten. Damit eigentlich da, die wollen ja eigentlich genau das, was sie behaupten zu kritisieren, aber sie wollen ja wirklich diese Schreierei wollen sie eigentlich haben. Die wollen ja wirklich, dass wir nicht normal miteinander reden, sondern dass wir halt wirklich so richtig abgehen und Vernichtung und das und so. Es ist halt nur noch Polemik, es ist halt nur noch kein Respekt mehr oder sonst was. Und es ist wirklich nur noch dieses, so, es muss alles zerkloppt werden und aha, und hast du nicht gesehen und hahaha und hihihi. Und es ist nur noch so dieses oft so, wie so vorlaute Kinder halt in der Schule. Das finde ich einfach unglaublich ekelhaft und ich will auch, ich sag das auch offen, ich bin gerne bereit, dass wenn Leute irgendwie mal in so eine Phase abgerutscht sind im Leben und vielleicht war ich das auch mal irgendwann, aber ich sag ganz offen, ich will mit solchen Menschen vorerst nichts zu tun haben. Ich will nichts mit Leuten zu tun haben, die ganze Zeit meinen, so es muss alles schlimmer werden, alles kacke und ich will mir das nicht mehr antun. Weil das sehe ich eher als Hauptproblem dessen, warum wir manche Probleme haben. Dieses ewige Kaputtmachen von irgendwelchen Sachen, nur weil man irgendeinen Frust mit sich herumträgt. So, und ich bringe immer wieder mein eigenes Beispiel. So, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die nicht funktioniert haben, die ich nicht toll finde, wo ich mich vielleicht auch mal benachteiligt gefühlt habe. Aber deswegen zerkloppe ich doch nicht alles irgendwie. Nur weil ich jetzt irgendeinen Frust mit mir rumtrage, irgendeine Enttäuschung im Leben oder so, sondern versuche ich dann trotzdem immer noch zu sehen, okay, es gibt ein paar Basics, die finde ich gut und ein paar Sachen, die nicht so gut laufen und dann setze ich mich, keine Ahnung, auf irgendeine Weise politisch dafür ein oder indem ich halt darüber rede, über die Themen, aber dann immer alles so nur noch Kacke finden und so aus der puren inneren Leere heraus. Ey, was, ich will mit so Menschen, die so drauf sind, eigentlich nichts zu tun haben. Ich will konstruktiv über Dinge reden und versuchen, wie kommt man da weiter, wie kann man das besser gestalten, wie kann man das besser, wir können mich, die Leute auch gern irgendwie dann als irgendjemand sehen, der wie dem System in die Hände spielt oder so, aber ja, ich glaube, manches an dem System, wie wir es haben, ist halt nicht ganz so kacke. So, ich könnte mir auch definitiv wesentlich schlechtere Systeme vorstellen. Ich sag eher, wir könnten unser System verbessern, wie es ist. Ich würde sagen, die Basics sind nicht so schlecht und jetzt sollten wir das Ganze optimieren und noch weiter ausweiten. Also die Dinge, die gut sind, noch weiter verbessern und gucken, dass wir halt, dass wir bestimmte Fehler vielleicht weniger machen. Das betrifft Demokratie, wie Demokratie funktioniert, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, wie wir Sachen gestalten, generell unserem Staat. Aber das soll man konstruktiv machen und nicht so mit wie,
hier Dauerstress und EU ist kacke und Europa grundsätzlich und die NATO, ja, okay, NATO bietet schon viel Raum für Kritik. Nein, ich finde die NATO eigentlich auch, im Grunde genommen, hat sich eigentlich für mich erstmal zumindest nach dem alten Vorbild erledigt. Aber nochmal, ich will halt darüber konstruktiv reden und ich will halt nicht immer nur so mit dieser Verschwörungsrhetorik daherkommen und sagen, alles ist nur böses Deal, also so ein Mittel gegen uns. Und ja, natürlich, es gibt ja ganz viele Leute, die keine guten Absichten haben, aber trotzdem, so, wie löse ich das Problem? Also, wie schaffe ich es, eine Gesellschaft zu haben, die anfängt, sich zuzuhören, indem ich auch bereit bin, anderen zuzuhören und indem ich auch bereit bin, also es geht ja nicht mehr nur um meine Meinung, sondern es geht auch um die Meinung anderer. So, und ich will auch die Meinung anderer hören. Und wenn die anderen eine andere Meinung haben, dann will ich die nicht gleich irgendwie hier zerlegen und sagen, du bist ja auch nur so eine BRD-Nutte, irgendwie sonst was. Was ist das für eine Rhetorik? Was ist das für ein Inhalt? Das ist gar nichts. Das ist einfach nur affektiv. Das ist gar nichts. Das ist einfach typisches Aufpoltern und ich hab ja so recht und ihr seid alle Versager. So, wenn ich schon alles Weidel hören rede, wer die eine Rede hält. So redet man einfach untereinander nicht in der Demokratie, finde ich jedenfalls. So, da kann ich 100-mal die CDU-Kacke finden, aber ich werde nicht sagen hier, Merz ist ein Volksverräter oder wie so ein Kram. So, was soll das? Wie so ein Grundschulkind, das zornig ist. Außerhalb unseren eigenen Schützengräben. Dass auch die uns gegenüberliegen, vielleicht nicht unsere Feinde sind. Auf der anderen Seite habe ich über die Jahre aber auch viele AfD-Mitglieder, Funktionäre und Politikerinnen kennengelernt. Und ich muss euch sagen, den meisten ist mir beim Gespräch wirklich ein Schauer über den Rücken gelaufen. Muss ich so deutlich sagen. Und das hatte ich bis jetzt bei sehr wenigen anderen Vertretern von Parteien oder Vereinen. Und ja, klar, das ist jetzt anekdotisch das Ganze und sicherlich jetzt kein Beleg für irgendwas. Aber ich möchte es euch dennoch erzählen, um euch ganz klar zu sagen, wir müssen irgendwann mal eine Linie im Sand ziehen und ganz deutlich machen, ab welchem Punkt wir einfach nicht mehr mitspielen. Und das gelingt uns leider heute viel zu selten. Und diese Linie im Sand, diese rote Linie, die wir ziehen müssen, die brauchen wir bald und sofort. Und im Endeffekt reden wir dann hier von einer Isolierung der AfD. Und allen, die sagen, ja, lass doch die AfD jetzt einfach mal regieren, die werden sich schon entzaubern. Denen möchte ich den Blick in ein Geschichtsbuch empfehlen. Weil in der Geschichte hat sich bis jetzt sehr, sehr selten eine rechtsnationale und rechtsextreme Partei in Regierungsverantwortung wirklich selbst entzaubert. Sehr, sehr selten. Also, nochmal, um es deutlich zu sagen, mittelfristig blickt über euren eigenen Tellerrand hinaus. Seid weniger empfindlich, seid weniger verurteilend und vor allem überlegt euch, ob ihr nicht doch wirklich taktisch wählen wollt und müsst, wenn die Zeit gekommen ist, dass man es tut. Zumindest halt so ein Wort. Das führt mich jetzt zu meiner Antwort auf die Frage, wie man der AfD begegnen kann in einem langfristigen Rahmen. Wir werden die AfD nicht mit ihren eigenen Waffen schlagen, sondern wir werden sie jedes einzelne Mal zusammen mit ihren Weltanschauungen und Ideologien, die dahinter stecken, an den Wahlurnen besiegen müssen. Und das immer und immer und immer wieder. Das ist ein im Kern demokratischer Prozess, den wir gehen müssen. Und ja, Leute, ich weiß, dass das super anstrengend und super nervig sein kann. In den vergangenen 20 Jahren war ich in 3 Parteien unterwegs. Ich war als Teenie in der JU bzw. in der CSU. Ja, ich weiß. Dann habe ich geholfen, die Piratenpartei in Thüringen mit aufzubauen. Und dann war ich die letzten Jahre in der SPD. Und gerade letzteres, die SPD. Oh Gott, jetzt ist er, glaube ich, schon raus. Ne? Allein, dass er in der SPD war. Jetzt redet man wahrscheinlich schon wirklich gar nicht mehr, sondern pullt ihn nur noch an. Ne? Jetzt ist er quasi, jetzt hat er sich quasi als böser Woker sonst was enttarnt. Ne? Nochmal, ich mag die Rhetorik von einem Dekadent oder wie sie alle heißen auch nicht. Aber bisher kann ich jetzt bei ihm nicht erkennen, dass er die gleiche Rhetorik anwendet. Ich weiß nicht, wie er als Livestreamer ist. Da habe ich noch nicht reingeschaut. Ne? Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob er livestreamt. Ich glaube schon, oder? Er ist so einer, der doch livestreamt, oder? Ich weiß es nicht, aber ne, es geht einfach nur darum, dass man halt, ich sag ja auch wieder, ne, zuhören und trotzdem sich angucken, was die zu sagen haben. Auch irgendwelche SPDler, Grüne, wie auch immer, redet mit denen.
SPD hat mich an den Rand meiner mentalen und körperlichen Gesundheit getrieben. Diese Partei hat mich nahezu dem Burnout getrieben. Kein Scheiß. Politik ist ein unfassbar widerliches, egoistisches und schmutziges Spiel. Und dennoch werden wir dieses Spiel zwangsweise spielen müssen. Ich kann euch jetzt keine klare und deutliche Empfehlung geben, was ihr tun müsst. Ja, gut, man muss generell versuchen. Ich denke immer noch, dass die Politik nicht mehr verspielt ist als alles, was an der freien Wirtschaft so passiert. Weil da gibt es genauso Ränkeschmieden und all das Zeug. Ne? Also das gibt es doch überall. Das ist eher ein Gesellschaftsproblem. Ich finde auch immer noch, da wird man. Gut, er hat es selber erlebt, ne? Er spricht aus Erfahrung. Aber ich kann immer nur sagen, wenn immer darüber geredet wird, halt über Ränkespielen, dies, das, es passiert wirklich in der Familie. Es passiert unter Freunden teilweise oder unter Freundschaften. Manche Freundschaften gehen dadurch zu Bruch, weil irgendwelche Interessen plötzlich viel wichtiger waren. Dass man das immer nur der Politik anhaftet. So, Politik wird, ob man glaubt es nicht, tatsächlich von relativ normalen Menschen gemacht. Ja, natürlich haben die irgendeinen Machtinstinkt, natürlich wollen die irgendwie gestalten, natürlich wollen sie irgendwie. Aber glaubt mir, Leute, die in der freien Wirtschaft sind, irgendwelche Unternehmer oder sonst wie, glaubt ihr, die agieren genauso politisch mit Machtinstinkt. So, das ist das Gleiche. Sobald du schon noch irgendwo aufsteigst in der Firma, hast die Kontrolle, hast ein paar Mitarbeiter unter dir, so das Ränkeschmieden oder die Interessen, das ist doch, jetzt muss ich das K-Wort wieder droppen, das ist halt auch im Kapitalismus auch extrem verwurzelt. So, es geht halt nun mal darum, die Ellenbogen rauszufahren. Und jetzt können wir das alles kritisieren, aber dann sollten wir es auch wenigstens fair machen und dann auch wirklich alle Bereiche der Gesellschaft ansprechen. So, und das passiert genauso wie hier auf dieser Plattform hier, dass hier irgendwelche Ränke geschmiedet werden, es werden Leute attackiert, kollektiv geht man auf welche Leute, Leute werden verarscht, die werden bedroht, die werden, so, es passiert doch überall. Das kann man sich zynisch zurücklehnen und sagen, ja, so ist die Menschheit. Ne, aber man kann auch halt versuchen, halt mal sich als anständiger Mensch zu verhalten. Und das betrifft eben nicht nur die Politik, sondern auch den anderen Bereich der Gesellschaft. Die Politik, die ist lediglich wie der Fußballschiedsrichter oder der Lehrer oder wie auch immer, der sich dann den ganzen Mist immer anhören darf, was alles schief läuft, ne? Schiedsrichter bekommen sogar Schläge manchmal in irgendeiner A-Klasse, in einer A-Liga, ne? Hier Kreisliga A oder Kreisliga C. Na, aber das ist immer das Geile. Also ich meine, gut, er hat andere Seiten der Gesellschaft vielleicht kennengelernt, wo es anscheinend für ihn nicht so schlimm war. Er meint, es wäre der SPD ist besonders schlimm gewesen mit dem Burnout. Ich weiß ja jetzt noch nicht, was er jetzt macht, ob er immer noch in der Partei ist. Aber ich denke, dass man der Politik da trotzdem immer so ein Stück weit mehr vorwirft als bei anderen Bereichen der Gesellschaft. Weil Ränkeschmieden, Machtspielchen, all das gibt es überall. Das geht durchweg. Und das ist wieder das Thema, das ich mal wieder anspreche, dass die Gesellschaft dringend mal aus ihrer eigenen Heuchelei raus muss. Wirklich, ich meine das wirklich so. Die Gesellschaft als Gesamtes, wie gesagt, es gibt viele gute Menschen sicherlich auch da draußen, die ganz in Ordnung sind, ne? Aber die sollen endlich mal anfangen, sich auch ein bisschen an der eigenen Nase zu packen. Und nicht immer nur ihr Die-da-oben-Spiel da zu betreiben. Dieses ewige Die-da-oben. Ja, aber ich muss nur jeden Tag irgendwie in die Welt schauen und sehe so viele kleinere, größere Grausamkeiten von welchen Leuten, die sich wie das letzte Arschloch verhalten, sehe ich ständig. Da muss ich nicht irgendwie Habeck irgendwie anschauen oder ich muss auch nicht Weidel nur anschauen. Ich finde die Frau grauenhaft. Aber auch sie ist nur ein Symptom dieser Zeit. Die ist auch nur ein Zeichen, was da ist. Sie zeigt, also ein Symbol, die zeigt einfach, wo wir sind. Als Gesellschaft. Und da müssen halt die. Das ist halt das Unangenehme, das will keiner, ne? Dann reden wir nur noch über Systeme und dies, das. Ist alles richtig, über Systeme zu sprechen. Über, ne, wie Menschen auch unter Stress sind, wie sie in ihrem Hamsterrad sind und sich über vieles nicht mehr Gedanken machen können oder wollen, wie auch immer, weil sie abgelenkt sind für dies, das. Aber trotzdem, es gibt so viele Situationen, wo ich oft denke, da sag ich dann, ey, da hätte man einfach anders mit umgehen können. Da hätte man einfach netter sein können oder mit mehr Geduld an die Sache gehen können. Und das sehe ich halt oft gar nicht. So, und dass halt immer nur die Politik daherhalten muss, verstehe ich nicht. Also ich meine, er wollte natürlich jetzt nur realistisch aufzeigen, dass es da natürlich schon abgeht, aber ist ja nichts, was mich jetzt irgendwie überrascht. Also in so einer großen Volkspartei wie der SPD, die ist sie halt immer noch, ich meine, sie hat es immer noch nach
nach ein paar wenigen Monaten dann wieder geschafft, über Mitte 20% zu holen. Aber die SPD wurde auch schon tausendmal totgesagt, ne? Und die hat ja auch immer noch gewisse Mitgliederzahlen. Aber es wundert mich nicht, dass da halt, dass es da halt mal zu Stress kommt oder so. Das überrascht mich nicht. Das ist eher die Frage, warum sind bestimmte Mittel inzwischen vielleicht legitimer, als sie früher waren. Wo man früher gesagt hätte, nee, das ist so nicht in Ordnung. Vielleicht war es früher noch viel schlimmer. Dann wäre es aber wenigstens gut, wenn man versucht, sich da rauszuentwickeln. Ich weiß es nicht. Solltet für die Zukunft. Servus, Marc, und danke für das 18. Monatsabo. Jeder Einsatz ist es wert. Egal, ob es in einer Partei ist, in einem Verein ist, im Freundeskreis oder in der Familie. Wir alle sind Multiplikatoren einer lebensbejahenden, offenen und friedvollen Gesellschaft. Und wir alle. Ja, selbst, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn du irgendwie Musiker von irgendeiner Black Metal Band oder sonst was bist oder meinst, den großen Misanthropen zu spielen, was ich auch irgendwo bin, ne, aber ich muss das auch gar nicht mehr irgendwie ausweitend erklären oder wie auch immer. Aber irgendwann, wenn du dich entscheidest, in dieser verdammten Gesellschaft zu leben und du willst da gerade wenn du willst, dass die Dinge besser werden, sollte man aufhören mit diesem ewigen Resignation und Zynismus, weil ich ertrag's nicht mehr. So, ich kann mir den Bullshit nicht mehr anhören, von irgendwelchen, also ich bin ja schon selber wahnsinnig, aber ich will nicht noch wahnsinniger werden, als ich ohnehin schon bin. So, ich will halt mal einfach konstruktive Lösungsvorschläge hören und nicht diese Leute, die dich nur noch abfacken und die eigentlich nur noch dir den ganzen Tag sagen, wie kacke alles ist. Ja, irgendwie irgendwann reicht es so. Du willst den Mist nicht mehr hören. Das ist eh immer der gleiche Scheiß, ne? Diese Leute, die dann auch nur aus ihrem eigenen Frust heraus irgendwie, nee, kann ich nicht mehr gebrauchen. Sind der Verantwortung, unsere Stimmen zu erheben gegen diesen dumpfen, grollenden Hall aus den Tiefen des Internets. Langfristig werden wir Lösungen, Ideen und Visionen für die Zukunft nicht nur formulieren müssen, sondern auch für sie eintreten müssen. Vorstandssitzung für Vorstandssitzung, Gespräch für Gespräch. Wir werden mit Menschen darüber reden müssen, was uns begeistert, was wir uns von der Zukunft erhoffen. Nur so können wir sie wieder mitnehmen. Und wenn wir irgendwann mal merken, dass wir uns die Nasen blutig laufen, gegen die Wände, die da aufgebaut wurden über die Jahre, um Institutionen, ja, Parteiinstitutionen, muss man sagen, zu schützen. Mauern können auch wieder eingerissen werden. Schützen. Dann werden wir sicherlich auch einen Weg finden müssen, darum herum, wenn es notwendig ist. Und das alles muss nicht irgendwann passieren, sondern es muss eigentlich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren passieren. Denn die Uhr, die tickt. Die AfD, die bietet ihren Mitgliedern und Anhängern ganz klare Feindbilder. Die Altparteien, Ausländer, links-grün versiffte Gutmenschen und die Medien. Und so schlimm wie das alles ist, es ist halt auch identitätsstiftend für diese Menschen. Und diese Menschen werden wir nicht damit. Ja, es ist halt irgendwann auch gewisserweise platt, vor allem wenn man halt immer diese Schlagworte nur benutzt und sie dann auch gar nicht wirklich mit Inhalt füllt. Ne? Also ich finde halt, die Kritik an den ganzen genannten Punkten, die er jetzt aufgezählt hat, die ist ja durchaus, man kann ja, wie gesagt, Dinge halt auch kritisieren und wie auch immer, oder man muss auch Dinge kritisieren. Aber es ist halt echt die Frage des, wie mache ich das? Aber wenn ich das halt nur auf so eine zerstörerische Art mache, nur um das Ganze zu destabilisieren oder so, dann steige ich irgendwann aus, weil ich sage, Leute, Gespräch, ja, ne, aber wenn so staccato-artig nur noch so Scheißbegriffe in den Raum geworfen werden, habe ich auch wenig Lust, mich noch zu unterhalten, weil da geht's dann eigentlich nur noch darum, so, ja, wie kann ich jetzt meine Seite am bestmöglich verkaufen und die andere niedermachen? So, wo ich dann denke, so, ja, toll, das ist keine Lust auf sowas. Es ist langweilig. Mit abholen, ihnen neue Feindbilder zu demonstrieren. So, wir werden sie abholen müssen, indem wir ihnen wieder. Also diese Daueralarmstimmung quasi, ne? So, das ist ja quasi die Absicht dahinter auch. Ideen und Visionen der Zukunft präsentieren. Indem wir davon sprechen, was wir selber erreichen möchten. Was uns selber wichtig ist und wovon wir träumen. Ich für meinen Teil möchte dieses Land und diese Welt zumindest ein kleines bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Mit einem klaren Optimismus in die Zukunft blicken und all den Wundern, die diese Zukunft und dieses Welt und dieses Universum für uns bereithält. Ich möchte irgendwann mal, dass wir als gemeinte Menschheit gemeinsam den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt in die Zukunft gehen. Das ist mein Traum von der Zukunft.
Ja, aber da wirst du heute für mit verarscht, ne, wenn du so redest, ne? Das klingt ja viel zu kitschig und viel zu, oh Gott, und jetzt, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr, mit dem resignativen Realismus anderer Leute anzuhören, die einfach nur morgens verbittert aufstehen und abends verbittert ins Bett gehen und eigentlich nichts weiter dazu beitragen, dass halt alles noch mehr sich kacke anfühlt. Also da habe ich so null Bock drauf. So, das ist einfach. Da denkst du auch, gibt, also ich kann das jetzt nicht so sagen, aber dann frage ich mich wirklich manchmal noch, warum die überhaupt auf der Welt sind. Ne, also, wie gesagt, wenn man sich schon entscheidet, auf diesem Erdball herumzuwandern, oder du machst es transparent. Du sagst einfach, ey, pass auf, ich bin nur hier, um Gift zu streuen, ich stehe dazu, ne, ich hab nur Bock, Leute abzufacken, ich hab nur Bock, dass alles beschissener wird, dann steh offen dazu, dann sagst du, ich bin so, ist gut, ne. Aber nicht so dieses Scheinspiel dann spielen und dann so zu tun. Ja, eigentlich will ich ja schon, dass die Dinge gut sind und mal, und ich will ja schon, dass es mir gut geht und so. Aber, ne, und dann fuck ich nur irgendwelche Sachen ab irgendwie, ne, und da denke ich so, ja, dann halt doch die Fresse. So, weißt du, dann einerseits der Politik das immer vorzuwerfen, dass sie lügt oder so, und ey, ich erwisch so oft Leute beim Heucheln und Lügen, so, wo du echt denkst so, ey, dann hör doch auf damit. Dann tu doch nicht so, als würdest du irgendwelche guten Absichten. Dann hör da auf mit der. Ich meine, du kannst ja sagen, ich bin auf der Welt, um quasi die Welt brennen zu sehen. Kannst ja sagen. So als chaosgnostisch sympathisierender Mensch könnte ich das jetzt auch sagen. Ne? Ich könnte sagen, so und so. Aber aus diesem kindischen Verhalten habe ich mich, glaube ich, die letzten Jahre so Stück für Stück ein bisschen befreit. Weil ich einfach denke. Ich weiß auch nicht, so spiele ich jetzt dem Ärger in die Hände, indem ich jetzt irgendwie ständig Leute abfuck oder indem ich irgendwas besser mache, ne? Ich glaube eher, dass die Probleme, die wir haben, eher anders aufgebaut sind oder anders woanders herkommen. Und wie gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie verbittert meinen Lebenstag zu verbringen nur noch. So, ich habe schon genug Verbitterung und die reicht, die ich jetzt habe. Und jetzt ist mir 100-mal lieber, wenn ich irgendwas habe, was mir, keine Ahnung, wo ich mir sage, das lohnt sich irgendwie zu leben oder wie auch immer. Weil, glaube ich, mal Erik Daniels und, glaube ich, von Vertainers haben auch so schön gesagt, ich finde, sein Interview ist immer interessant. Ich kann natürlich nicht beurteilen, was der hinterm Interview sagt, ne? Ob der das da dann nur reintreut im Interview, das kann ich nicht beurteilen. Aber er hat trotzdem mal sowas gesagt, wie Leute, die dann halt die ganze Zeit nur noch negativ drauf sind und besessen sind von ihrer Depression, also gar nicht die Absicht haben, daraus zu kommen. Das sind eigentlich, wo er dann, also er, Zitat, er hat das jetzt nur so gesagt, er hat eigentlich gesagt, sollen sie sich halt umbringen. So, hört, dann lasst es halt, dann geht halt, dann verlasst die Welt, wie auch immer, aber dann lasst es halt. So, du kannst depressiv sein, du kannst schlechte Phasen haben, dir kann es kacke gehen, wie auch immer, oder mit an Dingen, die dich belasten, und mir ist es schon oft genug passiert und passiert mir immer noch, aber dann hör auf, so mit diesem Blick so alles noch mieser zu reden, indem du es quasi schon, ja, fast schon einforderst, so indem du fast schon willst, dass es so ist. Wo ich dann denke, so, okay, dann hau ab. Also zumindest, ich denke dann immer so, hey, diese Art von Menschen, bitte bleibt weg von mir. Ich will mit euch nichts zu tun haben. So, ich habe schon genug Probleme, wo ich dann denke, so. Und ich glaube, diese Leute selber, wenn sie das mal erkennen täten, wüssten, dass sie mit dieser Haltung nicht weit kommen. Dann werden sie niemals irgendwie glücklich sein. Vielleicht wollen sie nicht glücklich sein. Aber dann sollen sie sich wirklich um sich selbst kümmern. Dann sollen sie irgendwas finden, was sie bespaßt oder was sie ablenkt, aber sollen sie sich von anderen Menschen fernhalten. Und sie nicht mit ihrem ganzen Gedankenbullshit irgendwie belästigen, nur weil sie irgendwie einen Frust abbauen müssen oder so. Dann denke ich so, okay, also entweder verbringen wir ein bisschen schön Zeit miteinander oder versuchen irgendwas gut zu machen, aber dieses gezielte Abfacken oder so. Ich bin halt der Meinung, es gibt solche Menschen, die das halt gezielt machen. Und denke ich so, kann ich nicht sagen jetzt, ne? Aber da kommt bei mir auch richtig viel Wut und Zorn immer hoch. So, wenn Leute so durchs Leben gehen, so, wo du echt denkst, das ist nicht die Folge des Problems, sondern das ist die Ursache dieser Probleme, die wir haben. Weil halt Leute einfach meinen, nicht irgendwie eine Lösung zu suchen für irgendwelche Probleme, sondern weil sie eigentlich nur ihre Emotionen halt ausleben, aber ohne, dass da wie ein Mehrwert daraus entsteht.
irgendwie etwas, wo man dann ansetzen kann. Wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir weiter? Sondern, und das ist, was ich halt bei vielen Leuten, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, auch bei vielen Leuten, die jetzt auch momentan nach rechts gehen, politisch, nicht alle, manche haben auch einfach so eine Überzeugung, ist ja in Ordnung, ne? Es ist, letztendlich ist die Welt frei, man darf denken, was man will. Aber bei vielen beobachte ich das oft, das ist so, die sind immer mal frustriert gewesen und dann tun sie aus diesem Frust heraus irgendwie alles nur noch so madig machen. Und alles ist nur noch Kacke und das gefällt mir nicht und sie wollen es auch nicht mal, sie wollen ja nicht mal, dass es besser wird, sondern sie wollen ja eigentlich, dass es, im Gegenteil, sie wollen ja fast, dass es schlimmer wird, damit man hinterher sagen kann, wie schlimm es ist. So, das ist halt nicht irgendwie konstruktiv, das ist nicht irgendwie lösungsorientiert, das ist nur auf Destabilität gesetzt und ja, damit man sich hinterher, damit man hinterher sagen kann, ich hab's euch doch gesagt, hahaha. Nee, dann sag ich, ja, du bist doch mitverantwortlich dafür, dass es so ist. Alter, ich halte gerade so einen ewig langen Monolog auch zu diesem Video, aber ich muss das schon mal so sagen. Der Deutsche braucht was zu meckern. Ja, ist mir kackegal, was der Deutsche braucht. Ist mir scheißegal, ob der Deutsche, ob der Spanier, der Ägypter das braucht. Wenn Menschen von irgendwas besessen sind, dann sind sie ja Trottel. Von so Mist. Und in dem Moment, wenn der Deutsche angeblich so ist, Marc, dann sind die Deutschen Deppen. Oh, antideutsch, oh Gott. Ja, ist so. Dann ganz ehrlich, dann sterben wir zu Recht aus. Dass wir in Frieden vereint, für gemeinsame Ziele arbeiten, die uns alle gemeinsam weiterbringen. Und in so einer Zukunft hat Ausgrenzung, Extremismus, Hass, Faschismus. Ja, ich hasse definitiv, ich hasse viele Sachen. Ich distanziere mich niemals vom Hass. Es gibt Sachen, die ich zu Recht hasse. Es stellt sich immer die Frage, wie man lernt, mit seinem eigenen Hass, den man empfindet, umzugehen. Ob man seinen Hass vielleicht auch irgendwie kanalisieren kann in irgendwas Sinnvollem oder so. Das ist vielleicht eher die Frage. Wenn man Hass nur blind ist und irgendwie irgendwie ins Leere geht, ne, dann ist es einfach Energie verschwendet, so einfach. Ich kann aber meinen Hass auch für was einsetzen. So. Wenn ich Leute hasse, die mich in der Schule gemobbt haben, dann bringt das nichts, die 10 Jahre irgendwie ihre Adresse auswendig zu machen, ihnen dann auf die Schnauze zu hauen, weil da lande ich im Knast. So einfach. Wahrscheinlich. So einfach. Ist auch egal, oder, ne, wir können ja jetzt mal ein anderes Beispiel von der anderen Seite nehmen, wenn so ein Dara sagt, hier, der Schulmobber, der ist jetzt an Leukämie erkrankt und jetzt ist er froh darüber, das ist genauso, macht, hey, Alter, was, wie willst du dich lächerlich machen? So, ne, damit ich gut kurz mal auch alle Seiten da wieder angesprochen habe, vollkommen Banane, so eine Aussage. Das ist einfach nur peinlich. Ist genauso so ein toxisches Verhalten, muss man so sagen, was da von rechts teilweise kommt. Das ist genau dieses dümmliche, kindische, spätpubertäre Gehabe. Einfach nur lächerlich. Keinen Platz. Und so werden wir unsere Geschichte erzählen müssen. Und nicht, indem wir einfach immer nur auf andere zeigen und sagen, das ist der Feind. Wir werden kritisch bleiben müssen. Wir werden weiter versuchen. Ja, Marc, du weißt ganz genau, ich rede ja mit dir soweit gern, ne? Aber ich weiß immer, wenn es in diese Richtung geht, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ne, wo du ja auch schon soweit warst. Ich habe nur keinen Bock, mir nur noch anzuhören, dass alles Kacke ist. Ich will dann über Lösungen reden oder irgendwie, wie man was besser machen kann. Nur Frust, Gelaber, nee, das macht keinen Spaß. Versuchen müssen zu entzaubern, keine Frage. Wir werden aber gleichzeitig eine eigene Vision, einen eigenen Traum von der Zukunft formulieren müssen. Weil sonst macht das für uns jemand anderes. Wir werden auch dann ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimland, das ist ein Versprechen. Bin mir sicher. Ja, ist wahrscheinlich jetzt wieder der berühmte Einzelfall, ne, der da in dem. Ne, da gelten natürlich, keine Einzelfälle. Ne? Ja. Bleibt untot. Danke für eure Zeit. Danke für eure Unterstützung. Danke für die vielen lieben Kommentare, die ich jetzt die letzten Tage von euch bekommen habe. Vielen Dank auch für eure finanzielle Unterstützung teilweise. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi. Ja, nochmal, ich bin mir absolut sicher, dass ich mit diesem Typen in einigen Punkten wahrscheinlich nicht politisch übereinstimme oder einen anderen Ansatz hätte oder so. Aber das ist, was ich meine. Also ich gucke mir das Video an, höre zu, was er sagt. Jetzt kann ich natürlich wieder ganz viele Sachen aufbauen, in irgendeinem Kontext sehen und so. Aber jetzt nur für sich gesehen, das Video ist für mich erstmal soweit in Ordnung.
Natürlich weiß ich nicht, was er in seiner aktiven Zeit den jeweiligen Parteien gemacht hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich kenne auch nicht seine ganzen Hintergrundmotive. Ich weiß über diesen Menschen nichts. Ich kann nur beurteilen, was er jetzt gerade eben gesagt hat. Und ich kann auch nur das nehmen, was er meinen könnte oder wie auch immer. Ich kann das meiste, was er da gesagt hat, soweit verstehen. Ich habe eigentlich nicht großartig widersprochen. Und ja, ich bin schlichtweg, ich habe es ja gesagt, ich bin da halt auch raus zu sagen, so, ich will alles nur Kacke sehen, alles sinnlos und sowieso das System und alles scheiße und habe ich keine Lust drauf. Ja, soweit meine Reaction, ich muss mal die Aufnahme zumachen, so. Das war Hey Wolfi. Ich werde mir den Kanal doch länger mal anschauen. Auch wenn da wahrscheinlich jetzt echt manche denken so, oh Gott, Tag guckt sich jetzt irgendwelchen woken Content oder sonst was an, ist mir scheißegal. So wie ich mit Leuten rede, die, keine Ahnung, rechts von mir stehen und wie auch immer, rede ich auch mit irgendwelchen Leuten, die, keine Ahnung, wie woke sind oder ich bin es wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit. Ist doch alles egal, ey. Man kann einfach mit Leuten quatschen. Würde ich auch immer wieder dran appellieren. Einfach versuchen, erstmal zuzuhören und zu verstehen, was sie wollen. So, diese ganzen Schlagbegriffe sollte man möglichst weglassen. Diese ganzen, diese Phrasengetresche. Aus.